Und ich möchte auch zu gern mal ein paar mehr Details haben. Von wegen Mobs, je länger man in einem Gebiet bleibt, desto stärker werden die Mobs. Das würde mich ja wirklich interessieren. So. Von wo am besten? Theoretisch ist es egal. Ach, machen wir von hier. Theoretisch kann ich auch hier gleich ein bisschen aushöhlen direkt. Ziemlich dunkel. Naja, was erwartet man? Ist Nacht. So. Man hätte mich ja vorwarnen können. Da. Ah! Gehen gerade irgendwie meine Kopfhörer kaputt oder habe ich kaum noch Sound? Oder werde ich jetzt endgültig taub? Sehr seltsam. Läuft denn das Ding überhaupt noch? Ja, eigentlich schon. Seltsam. Also letztes Mal war die Musik zu laut und jetzt höre ich gar nichts mehr. Hört ihr noch was? Ich muss da wirklich mal... Ich denke mal bei nächster Gelegenheit, sobald wir es fertig haben, mache ich mal ganz kurz einen Aufnahmestopp. Dann gibt es halt eine etwas kürzere Folge. Und dann höre ich einfach mal rein, ob ihr denn noch was hört, ob ich noch was höre. Danke. Ah, dieser doofe Heuschnupfen. Im Winter hat man die garstige Erkältung und im Frühjahr geht es dann nahtlos über in den garstigeren Heuschnupfen. Ja, ich durchlöcher jetzt einfach mal diesen Berg hier so ein bisschen auf der Suche nach Cobblestone. Habe ich vielleicht den Stecker nicht richtig drin? Nö, auch alles drin. Mysteriöse Mysterien, sag ich dazu nur. Was ist mit dieser Soundkarte los? Vor allem, wir hatten ja anfangs Sound, deshalb wundert es mich. Mitten in der Aufnahme wird der Sound plötzlich leiser. Ist denn das Essgeräusch noch so laut? Auch nicht mehr. Wenn mir das mal einer von euch erklären kann, schreibt mir doch bitte eine Karte mit der Aufschrift Was ist mit Iro Sound los? An verwirrter Let's Player @bottrop.de. Die E-Mail-Adresse muss ich mir gleich nach der Aufnahme sichern. Ja, und eigentlich wollte ich Cobblestone holen, aber Kohle ist einfach interessanter. So. 30, kommen wir damit hin? Fertig! Oh, Gott sei Dank ist das jetzt auch geschafft. Dann schauen wir uns das doch mal an. Uff. Ja, der kommt nicht tiefer. Oh je. Yeah.
Oh. Spinni. Da hinten könnte man schön die Pferdekoppel anlegen. Das könnte man eigentlich überall gut anlegen. Aber erstmal Pferde kriegen. Ja. Sieht doch wunderbar aus. Ich kläre das jetzt mal, was mit dem Sound los ist. Und wir sehen uns dann gleich wieder.